So, Sheppach HMS 850 aktuell, was ich zumindest gesehen habe im Internet, der preiswerteste Abricht- und dicken Hobel, den es so gibt. Ich habe 199 Euro bezahlt, ich verlinke euch den natürlich auch unten, könnt ihr euch ja mal angucken, ob das vielleicht was für euch ist. So, ich will auch gar nicht lang schnacken, sondern direkt zum Thema kommen, deswegen gucken wir mal kurz auf die Hard Facts und da haben wir 230 Volt Spitze, das war knapp. Dann haben wir 8000 Umdrehungen pro Minute, 1250 Watt. Wir haben eine Breite von 204 mm und eine Höhe von 120 mm. Das ganze Ding wiegt 27 Kilo. Postfrau hat sich gefreut wie Sau. Jo, und da ich weiß, dass du genauso wenig Bock hast wie ich hier auf das Auspacken aus der Verpackung, machen wir einfach mal. Also das Schwerste ist zwar die Bedienungsanleitung, definitiv, das ist schon ein richtiger dicker Klopper, muss man mal so sagen. Ansonsten ist das Ding schon so gut wie zusammengebaut, nur diesen Winkelanschlag hier, der war hier unten drin verpackt, kriegt man aber auch recht schnell gepackt, man kriegt den auch nochmal befestigt, der ist zwar immer noch, ich sag mal, er ist nicht der stabilste. Was ist da für 200 Euro erwarten? Ne? Das ist, bitte bei aller Kritik immer im Hinterkopf behalten, 200 Euro. Wir reden hier nicht über 1000 Euro, nicht über 1200 Euro, auch nicht über 1400 Euro, über 200 Euro. Das dürfen wir nämlich nie vergessen. So, wenn ich das richtig gesehen habe, war hier hinten noch eine Sicherung. Falls Überlastung ist, passt auch. Die Tische machen mir einen sehr guten Eindruck. Ich würde sagen, gefräst. Man hört es vielleicht auch so ein bisschen. Erinnert mich irgendwie an meine alte DJ-Zeit. So, ich schlage vor, ist eigentlich schon fertig hier, ne? Das ist, mehr ist es ja hier nicht. Was für mich ein bisschen, aber das habe ich schon in anderen Videos gesehen, wenn man hier an der Kurbel dreht. Das hat schon ein bisschen was von Kettenhemd. Aber funktioniert soweit. So. Skala gibt es ja auch nicht wirklich, eine für unten, oder? Also wir haben eine Skala hier oben fürs Abrichten. 2 mm kann er abnehmen. Da, hier drüben ist eine Skala. Aber ob die immer so funktioniert, weiß man auch nicht. Hier hinten haben wir dann noch Bügel fürs Kabel zum Einklemmen. Wir haben noch einen Schiebestock dazu. Schiebestöckle. Zwei Riemen sind nochmal extra bei. Da muss ich gleich mal gucken, ob die beiden Riemen hier irgendwie Tatsache Ersatzriemen, die packen die wirklich Ersatzriemen mit bei. Abrichtdicken, Hobelmaschine, Schiebestock, Ersatzrippenriemen zweimal. Ersatzrippenriemen, zwei Stück sind mit bei. Finde ich eine coole Geschichte. Zwei Ersatzmesser wären mir lieber gewesen, aber okay, man kann nicht alles haben. So, jetzt muss irgendwie die Spanabhaube hier drunter, Spanabhaube vor allen Dingen, die Spanhaube hier drunter. Und wenn ich das richtig verstanden habe, muss die hier drüben in diese Laschen eingeführt werden, damit der ganze Hobel hier losgeht. Da muss ich natürlich ganz runterdrehen. So. Das funktioniert schon mal super. Recht einfach. Absaugung habe ich noch nicht. Ich bin noch am Überlegen, wie ich mir das realisiere. Ich habe zwei, drei Möglichkeiten, da muss ich mal gucken. Zyklonabscheider brauchen wir nicht dranhängen, das ist zu viel Masse, was da kommt. Ich würde den aber jetzt gerne mal so probieren, oder? Was sagt ihr? Hier oben, Spanhaube vor allen Dingen, ne? Messerschutz ist auch dran. Verstellbar. Also ganz ehrlich, ich habe ja nur einige gefährliche Maschinen hier, aber vor der Welle hier oben habe ich Respekt. Das ist so richtig Respekt. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. So, hier sind Roberts Aufkleber in Miniatur drauf, also Augenschutz tragen, Gehörschutz tragen, Mundschutz tragen und Bedienungsanleitung lesen. Douglas hier, come in and find out. Ach nee, es war Douglas. Ich würde sagen, ich probiere das jetzt einfach mal. Ich muss das jetzt probieren. Kennt ihr das, wenn ihr was habt? Man muss es erstmal probieren. Ich stecke jetzt hier einfach mal Strom rein. Und wir gucken mal, was passiert. Nicht ist schon mal gut. Achtung. Ich würde sagen, das ist Niveau Tischkreissäge.
So, jetzt kicken wir mal. Also das sieht schon zum Vergleich. Das ist die, das mit Riffelung, ne? Das sieht man halt bei der Kamera nicht ganz so super, ne? Und das ist hier einmal glatt. Also ich finde, vom Hobelbild her an sich, und das ist auch, wir checken mal. So. Wenn ich jetzt hier gegen das Licht gucke, aber ganz dünn, ganz, ganz dünn. Und hier ist perfekt. Perfekt, so, abrichten. Nee, 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 ich habe Angst vor der Welle. So, wenn ich jetzt hier kicke, das ist ein astreiner, ein reiner Ast. Also das ist wirklich ein schöner rechter Winkel. Sehr schön. So, andere Seite noch schnell. Also ich muss sagen, ganz ehrlich, Jungs, es ist ein Träumchen. Es ist ein Träumchen. So, jetzt möchte ich mal die andere Funktion testen. Die dicke, weil ich habe ja noch eine Seite haben wir jetzt hier gerade abgerichtet und eine Seite ist ja jetzt hier noch, ne? Und das möchte ich jetzt auch noch mal checken. Ich muss mal umbauen. Ich weiß gar nicht wie. Wir gucken mal, wie viel hier in der Spanhaube drin ist. Oh ja, geht so. Passt. Wie kriege ich die jetzt hier drüber? Kriege ich die jetzt so hier drüber? Ne. Doch. Das haben sie nicht sehr schön gemacht, dass man hier drüben den Anschlag abbauen muss, weil wenn man den einmal eingerichtet hat und dann auf dicke hobeln will, muss man jedes Mal den abbauen und danach wieder neu einrichten. Muss ich mal gucken, wie sich das im Langzeittest, wie sich das gibt. Finde ich ein bisschen suboptimal. 200 Euro. Ne? So, jetzt haben wir hier, was haben wir jetzt hier von der Brettstärke? Ich messe voll professionell. Haben wir hier 18,5. Dann probieren wir mal, wo war meine Skala jetzt hin? Hier, da ist er. Dum, 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 dum. Also auf der Seite ist hier ein Mechanismus, wenn die Haube nicht richtig eingeklingt ist, geht er nicht an. Ist schon mal nicht schlecht. Okay, dicken Hobel gefällt mir nicht ganz. Entweder bin ich zu doof dazu. Ich habe hier am Anfang einen Hobelschlag. Ich weiß auch nicht, wieso. Und am Ende nochmal. Der Tisch ist natürlich auch recht kurz, ne? Wo man, das kann halt alles ein bisschen kippeln und wackeln. Man sollte vielleicht definitiv drüber nachdenken, den Tisch irgendwie zu verlängern. Irgendwie sowas in die Richtung, weil das gefällt mir überhaupt nicht. We'll be right back.
abschließendes Fazit zu der Maschine möchte ich an der Stelle einfach noch nicht geben. Die Maschine kam erst am Donnerstag. Ich habe sie heute zusammen mit euch ausgepackt. Heute ist Samstag. Ich habe mal ein paar Probesachen gemacht. Ich habe mir mal ein bisschen was angeguckt. Und ich muss sagen, ich habe mehr bekommen, als ich erwartet habe. Ich habe nichts erwartet, weil wer nichts erwartet, der bekommt auch ganz viel. Nein, 200 Euro war mir von vornherein klar, dass das nicht die Profimaschine ist. Das erwarte ich auch nicht von ihr. Ich bin trotzdem überrascht für 200 Euro, was man da bekommt. Also ich bin echt überrascht. Also natürlich kann man jetzt hier keine 50er Balken durchjagen, ohne Frage. Aber 12er Balken, ich habe zum Beispiel 12er Balken, die ich noch verwenden kann. Die passen da sogar durch. Und für meine Zwecke aktuell definitiv ausreichend. Ich muss jetzt noch gucken, wie komme ich jetzt mit der Maschine zurecht? Kriege ich das mit dem Hobelschlag noch hin? Wie funktioniert das mit der Absaugung auf Dauer? Wie hält die Maschine auf Dauer? Vielleicht fällt die ja morgen auseinander, weiß ich nicht. Ich halte euch definitiv auf dem Laufenden, davon könnt ihr euch drauf verlassen. Kaufempfehlung weiß ich nicht. Ja, was will man nach einem so einem Tag sagen? Ne? Das ist nach einmal testen. Wenn ich jetzt jetzt sofort müsste, weil Pistole am Kopf, würde ich sagen, kannst du kaufen. Ja? Es macht einen soliden Eindruck, das ist auch alles Blech hier, kein Plaste, nix. Ich hätte gedacht, das ist Plaste. Aber das ist Blech. Der Tisch macht einen sehr stabilen. Ich tippe mal, der wird so an der dicksten Stelle so 3-4 mm dick sein. So ein Alu gefräst. Der Anschlag, okay, der könnte ein bisschen besser sein. Vielleicht fällt mir da noch eine Lösung ein. Ich glaube, ich weiß. Entschuldigung. Ich weiß auch schon wie. Und dann ist das auch kein Thema mehr. Was mir nicht gefällt, dieser Umbau. Wahrscheinlich werde ich das dann lösen mit einem anderen Anschlag, dass man das mit dem Umbau anders gelöst kriegt. Also wenn ich jetzt von Abrichten auf Dicke, dass man da jedes Mal den abmachen muss und das andere, das gefällt mir nicht. Aber vielleicht habe ich dann eine Lösung. Ja, habe ich schon. Gut, können wir Haken dran machen. Lösung habe ich schon im Kopf. Das werde ich mir demnächst mal angucken. Den Aufkleber müssen wir auch mal abmachen. Und ansonsten muss ich sagen, bin ich im Moment erstmal positiv überrascht. Ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich. Und ich freue mich so ein bisschen, dass ich jetzt, ich mag halt Echtholz lieber als diese Platten. Ne? Platten ist nicht so, Plattenware ist nicht so meins. Gehört auch mit dazu, ohne Frage. Aber so mit Echt, und vor allem, ich habe da drüben, ihr habt es ja gesehen in den Bildern, da liegt noch so viel rum, was man wiederverwenden kann. Und von daher. Und 200 Euro, ganz ehrlich, hat noch schnell wieder drin. So. Ich freue mich. Dann sage ich jetzt mal hier Tschüssikowski, Winke, Winke, macht's gut und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Und diesmal vergesse ich es nicht. Ich habe es die letzten Male jedes Mal vergessen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Oder auch ein Daumen nach oben, kann ja sein. Schreibt mir in die Kommentare runter, was ihr von der Maschine haltet. Vielleicht auch so, wer schon so eine Maschine hat, also genau die gleiche oder eine ähnliche von Schäferach oder auch eine ähnliche Baugleiche für den Preis, oder schreibt mir einfach, wie macht ihr das? Hobelt ihr überhaupt? Kauft ihr nur Plattenware oder steht ihr auf Echtholz? Und wenn du wissen willst, wie es mit der Maschine weitergeht und den ganzen anderen Maschinen, die ich noch habe und mit meinen ganzen Projekten und Holzprojekten, dann habe ich einen richtig coolen Tipp für dich. Einfach ein Abo dalassen. Kannst du hier unten irgendwo machen. Die Glocke noch aktivieren, am besten wechseln von personalisiert auf alle, weil dann kriegst du zu jedem Video eine Benachrichtigung. Bei personalisiert entscheidet nämlich YouTube, welche Benachrichtigung du kriegst, und bei alle kriegst du zu jedem Video. Und dann bist du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei, wenn ich vielleicht schon ein Projekt mache mit dem Hobel zusammen, weil da muss ja auch noch irgendwo hin. Ich habe noch nicht mal einen Plan, wo der hinkommt. So, jetzt aber. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, wie gewinnt, macht's gut und bye bye. Euer Martin von Martin macht's. Rinjahauen hier. Wow.